Sehr geehrte Gäste, liebe Vereinsmitglieder, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend so zahlreich zu unserem Vortragsabend gekommen sind. Dieser Vortrag reiht sich ein in die Veranstaltungen zum 70. Jubiläum des Kriegsendes in Wernigerode. Bereits am Samstag, dem 11. April, war eine Veranstaltung dazu in der Mahn- und Gedenkstätte, der 11. April. Das ist der Tag, an dem vor 70 Jahren Einheiten der 83. Infanteriedivision der US-Army Wernigerode erreichten. Weitere Veranstaltungen gab, also es gab bereits am Dienstag noch eine Veranstaltung, nämlich die Eröffnung der Anne-Frank-Ausstellung. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere bis zum 8. Mai auch diese Ausstellung besuchen würde. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit dem 11. April. Ich sagte schon, der Fakt ist bekannt, dass am 11. April faktisch der Krieg für die Wernigeröder beendet war. Aber wie empfanden die Wernigeröder das? War es Befreiung oder Zusammenbruch? Ganz wichtig ist hier der Blickwinkel. Und mit diesem Blickwinkel hat sich Ludwig Hoffmann, unser Vorsitzender des Vereins, aber auch ein sehr aktives Mitglied im Arbeitskreis der Mahn- und Gedenkstätte Feckenstädter Weg, beschäftigt. Ich persönlich freue mich sehr auf diesen Vortrag. Und er hat uns auch aufgefordert, im Nachgang mit ihm auch über dieses Thema zu diskutieren. Also einen schönen Abend. Vielen Dank. Frau Lisowski sagte schon, dass wir verschiedene Veranstaltungen aus Anlass des 11. April, 70 Jahre, vor 70 Jahren, in Wernigerode hatten. Und da haben wir überlegt, was kann man da eigentlich alles machen? Und da war zunächst erstmal, waren wir etwas ratlos, weil wir gesagt haben, über den 11. April selber und was da so passiert ist, das ist eigentlich schon so viel gesagt und geschrieben worden in den letzten Jahren, das muss man eigentlich unbedingt noch mal wiederholen. Frau Lisowski sagte ja auch, dass ich im Förderkreis Mahne Gedenkstätte, also ein Zweig des Geschichts- und Heimatvereines bin. Und da beschäftigen wir uns gerade auch mit dieser Zeit. Und daraus entstand bei mir die Idee, ob man nicht einmal intensiver politisch darüber nachdenken sollte, wie das mit der Befreiung im Jahr 1945 war. Dazu möchte ich ein paar in den letzten Jahren gesammelte Gedanken vortragen und vielleicht die Erwartungen auch ein bisschen verändern. In der Zeitungsveröffentlichung hieß es ja, ich trage heute aus den Tagebuchnotizen von Ulrich von Fresenius und Max Otto vor. Das kann ich Ihnen nicht so ganz versprechen. Ich verspreche Ihnen, viel von den beiden zu sagen, aber aus Ihren Notizen höchstens etwas an Resultaten, die man dazu auswerten kann. Wir DDR-Bürger haben ja ganz selbstverständlich, vielleicht manchmal auch gedankenlos, den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung bezeichnet. Und wer erinnert sich nicht an die vielen Leute auf den Veranstaltungen in der Mahn- und Gedenkstätte am Feckenstädter Weg zu diesem Anlass beziehungsweise am Tag der Opfer des Faschismus im September. Doch kaum war die DDR untergegangen, verwaisten die Gedenkstätten an die Opfer des Nationalsozialismus und die Denkmäler an die im Krieg getöteten sowjetischen Soldaten. Der Tag der Befreiung, so schien es, geriet in Vergessenheit. In den 1990er Jahren unter Roman Herzog eingeführten jährlichen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, das ist der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und da füge ich mal in Klammern hinzu, kann mir jemand einen Kalender zeigen, wo dieser Gedenktag eingetragen ist? Also ich habe schon zweimal an Bundespräsidialamt ohne Antwort geschrieben, ob das nicht mal möglich ist, diesen Gedenktag in den Kalender zu tragen. An diesen Veranstaltungen, einige von Ihnen sieht man dort auch, aber außer offiziellen sind da nur wenige Leute.
Die Mahnengedenkstätte freut sich heute, dass sie wieder jährlich mehr als 2000 Besucher hat. Noch einmal 2000. Nur, dass Sie im Vergleich haben, im benachbarten Flugzeugmuseum sind 50.000 Besucher jährlich und im Schloss 200.000. Und woran mag das liegen? Ich möchte ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Gründe nennen. Nur auf einen Aspekt davon möchte ich heute Abend näher eingehen. Einen ersten Grund sehe ich darin, was ich gerne den verkorksten Antifaschismus der DDR nenne. Die DDR, vor allem deren Elite, sah sich selbstverständlich in der Tradition des Widerstandes oder kam sogar aus dem Widerstand gegen die Hitler-Diktatur, speziell aus dem kommunistischen Widerstand. Umso verwunderlicher ist es doch, dass dieser Gedanke des Widerstandes gegen eine Diktatur so sehr in den Hintergrund rückte, als der freiwillige Zwang zum Gedenken entfiel. Es war eben ein befohlener Antifaschismus mit, so wissen wir heute, auch so mancher Legendenbildung und der fast ausschließlichen Konzentration auf den kommunistischen Widerstand. Eine echte Auseinandersetzung mit Siegen und Niederlagen, mit Heldentum und Verrat, mit gelungener und gescheiterter Strategie in diesem Widerstand fand nicht statt. Und dann wurden die Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer des Faschismus sehr stark als Propagandaveranstaltungen für die DDR-Politik und ich sage das so, missbraucht. Der gemeinsame Nenner, auf den sich sicherlich alle zustimmen konnten, nämlich nie wieder Krieg oder auch nie wieder Faschismus, wurde auch zur Übertünchung vieler Widersprüche genutzt. Ein zweiter Grund: Natürlich spielt bei dem geringen Interesse für das Gedenken an die Täter und Opfer des Nationalsozialismus auch das weit verbreitete Desinteresse an politischen Zusammenhängen eine Rolle. Ich sage das nur so, stelle das nur so in den Raum. Auch den dritten Grund. Außerdem geht es ja um einen sehr grausamen, ja, den grausamsten Teil unserer Geschichte mit unangenehmen Fragen an persönliches Verhalten. Das macht natürlich wenig Spaß. Und einen vierten Grund möchte ich noch nennen, der dann die Grundlage für meine weitere Ausführungen sind. Im Rahmen unseres aktuellen Projektes des Förderkreises Mahnengedenkstätte, bei dem wir uns mit der Zeit kurz vor und kurz nach dem 11. April beschäftigen, und aus Gesprächen mit meinen Eltern sowie aus der Literatur ist mir deutlich geworden, dass das so einfach und so eindeutig und klar mit der Befreiung nun auch wieder nicht ist. Im Westen Deutschland sprach man kaum von Befreiung, sondern vom Zusammenbruch. Und daher kommen diese beiden Paare, Befreiung oder Zusammenbruch, die ich über meinen Vortrag gestellt habe. Und dazu möchte ich jetzt noch etwas sagen. Aber zunächst noch mal ein ganz kurzer Rückblick auf den 11. April 1945 hier in Wernigerode. An diesem Tag gegen 15 Uhr erreichten die Einheiten der amerikanischen Armee aus Richtung Ilsenburg-Dallingerode kommend Wernigerode. Es gab relativ geringen Beschuss. Einzelne fanatisierte Jugendliche wollten noch Widerstand leisten, zum Beispiel in der Ilsenburger Straße oder Friedrichstraße, der aber von den Amerikanern gewaltsam gebrochen wurde. Um 18.30 Uhr war der Einmarsch abgeschlossen. Dadurch, dass es keinen umfangreichen Widerstand gegeben hat, und durch den Beschuss gab es nur wenige Todesopfer. Aber zum Beispiel ein relativ prominentes Opfer war die Tochter des sehr bekannten SPD-Politikers Richard Bartels, die auf einem Balkon in der Burgstraße von einem Geschoss getroffen wurde. Die deutschen Truppen hatten sich in den Harz zurückgezogen, die sogenannte Festung Harz. Südlich von Vogtstieg begann in den ersten Tagen deren Gebiet. Die Amerikaner haben sie nördlich und südlich, den Harz nördlich und südlich umgangen. Am 17. April 1945 wurde der Brocken bombardiert und am 19. April erobert. Einige kurze Ausführungen zu Vorgängen rund um den 11. April. Bürgermeister Ulrich von Fresenius hatte sich in den Tagen zuvor um eine Erklärung der Stadt zur Lazarettstadt nach dem Vorbild Goslars und Bad Harzburgs bemüht.
Damit wollte er eine Zerstörung der Stadt vermeiden. Aber dies wurde von Partei- und Militärführung abgelehnt. In den März-April-Tagen 1945 bestand bei der Militärführung schon erhebliches Chaos. Innerhalb weniger Tage wechselten mehrfach die Kampfkommandanten Major Hirt und vor allem Oberst Gustav Petri, der am 8. April nach Wernigerode kam, hielten eine Verteidigung der Stadt angesichts der kaum noch kampffähigen eigenen Kräfte für sinnlos. Gauleiter und Heeresleitung verlangten jedoch die Verteidigung der Stadt. Da Oberst Petri aber der war, der wirklich den Befehl zur Verteidigung der Stadt verweigerte, wird er am 12. April, also einen Tag nach der Befreiung Wernigerodes, bei Dreiannenhohne standrechtlich erschossen. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass der Chefarzt der Reservelazarette, Dr. Kolde, der Chirurg des Krankenhauses, Dr. Friedrich, und der Pfarrer der evangelischen Johannesgemeinde, Konrad Schnabel, am Mittag des 11. April mit weißer Fahne auf der Ilsenburger Straße den Amerikanern entgegengingen. Sie hatten das Risiko, von Fanatikern erschossen zu werden, aber sie trugen so auch zur Rettung der Stadt bei. Ich denke, das muss man auch immer wieder sagen. Und am 19. April 1945 wurde von den Amerikanern ein neuer Magistrat in der Stadt bestimmt, der ab 20.04. dann Verantwortung trug. Er bestand aus Max Otto als ersten Bürgermeister, der kam von der SPD, aus Otto Deutsch als zweiter Bürgermeister, der kam von der KPD, Richard Bartels von der SPD, Paul Menger, SPD, Walter Niemann, SPD, Otto Büchting, der langjährige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, später war er bei der LDPD, Hans Plander, später auch bei der LDPD, August Willicke, KPD und August Mommsen, Rechtsanwalt, auch später LDPD. Die Amerikaner verließen sich dabei weitgehend auf Otto Büchting, ob die neuen Magistratsmitglieder vertrauenswürdig, sprich in Bezug auf die Verstrickung in den Nationalsozialismus, unbelastet waren. Im Juni gab es dann britische Besatzung einen Monat lang und ab 1. Juli 1945 dann sowjetische Besatzung. Der Magistrat blieb im Amt. Vielleicht ist noch ein letzter Fakt so ganz interessant. Wie war das mit der Bevölkerung in Wernigerode? Wir haben vor kurzem ein Magistratsprotokoll vom 8. März 1945 gefunden und da sind die Bevölkerungszahlen genannt. Und das ist schon bemerkenswert. Als ständige Einwohner, ich sage mal runde Zahlen, 25.600. Insgesamt waren es aber 51.200 Menschen, die in Wernigerode damals lebten, ständig oder vorübergehend. Und die Differenz zwischen 25.600 und den 51.200, also genau das Doppelte, waren einmal 15, so wurde das ausgedrückt, 15.700 Umquartierte, das sind sicherlich Leute aus den von Bombenkriegen sehr stark betroffenen Großstädten und Flüchtlinge, ausländische Arbeiter, fast 6.000, Umsiedler, 650, 326 Kriegsgefangene, Insassen von Mütterheimen der SS, das ist also das Lebensbornheim oben am Brockenweg, 105, Insassen des KZ-Lagers 700 und Insassen von Lazaretten 2170. Was sich damit an Problemen aus dieser Bevölkerungsstruktur, dem Chaos des Kriegsendes, der Besatzung und so weiter ergab, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber dazu will ich heute nichts sagen, das ist, sagen wir später noch mal was dazu, da sind wir gerade was dazu aufzuschreiben. Jetzt möchte ich zu meinem eigentlichen Thema kommen, Zusammenbruch oder Befreiung. Und ich setze ein Fragezeichen dahinter. In der DDR, so hieß ich, hatte ich schon gesagt, war der 11. April 1945 beziehungsweise der 8. 5.1945 ausschließlich Tag der Befreiung. Wenn ich trotzdem ein Fragezeichen dahinter setze, dann tue ich das, weil es meines Erachtens mindestens zwei Betrachtungsebenen beachten muss. Die politische und die persönliche Erlebnisebene. Politisch
ist für mich an der Tatsache der Befreiung nicht zu deuteln. Und das muss auch so immer wieder klar gesagt werden. Denn es war das Ende der grausamen Diktatur des Nationalsozialismus und seiner ihm zugrunde liegenden Ideologie mit einem völligen Verlust von Rechtsstaatlichkeit und von bis dahin geltenden ethischen und moralischen Wertvorstellungen. Es war das Ende der systematischen Vernichtung von Millionen minderwertiger, so hießen sie wirklich, minderwertiger Menschen, also von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, körperlich und geistig Behinderten und anderen mehr. Das ist eine Tatsache, die man in einem sich zivilisierten Land nennenden Deutschland in Europa des 20. Jahrhunderts im Land der Dichter und Denker eigentlich nicht vorstellen kann. Aber es ist passiert. Es war das Ende der Unterdrückung bis hin zur systematischen Vernichtung von Andersdenkenden, vor allem von Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, Zeugen Jehovas und anderen mehr in den Konzentrationslagern und anderen Lagern. Es war das Ende einer ideologisch und diktatorisch bedingten strikten Reglementierung und Gleichstellung von Presse, Rundfunk, Literatur, Kunst, Bildung, Wissenschaft, persönlicher Lebensgestaltung und vielen anderen Gebieten mehr. Schließlich war es das Ende des Krieges und damit sicherlich für fast alle Menschen die Befreiung von der zermürbenden Situation von Tod und Verwüstung, von unsagbaren Grausamkeiten für Zivilisten und Militärangehörige in ganz Europa. Der Krieg hatte endlich ein Ende. Und damit konnten neue Hoffnungen auf ein neues Zusammenleben, ein Wiedersehen mit Angehörigen und Freunden und auf eine gesicherte Existenz keimen. Es konnte eigentlich für die meisten Menschen nicht noch schlimmer werden. Es war auch das Ende der Freiheitsberaubung und der zum Teil lebensbedrohenden Haft- und Arbeitsbedingungen für die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter aus zahlreichen Ländern Europas, die in Wernigerode und in Deutschland leben mussten. Ich sagte es vorhin allein schon, in Wernigerode 7000 Menschen. Endlich war die rechtlose Arbeitsverpflichtung vorbei. Endlich konnte man daran denken, wieder nach Hause zu kommen, zu Familie, Freunden und Heimatland. Endlich endete das System der Vernichtung durch Arbeit und Unterernährung. Besonders deutlich kann man das in Langensteinswieberge in der Gedenkstätte erfahren. Aber auch das muss sicherlich gesagt werden, dass einige der Gefangenen und sogenannten Fremdarbeiter diesen Tag auch mit Sorge betrachtet haben. Nämlich jene, die sich der Kollaboration mit den Nazis schuldig gemacht hatten. Sie hatten in Deutschland keine Heimat und mussten in ihrer eigentlichen Heimat Nachteile oder Bestrafung fürchten. In grotesk grausamer Lage befanden sich die sowjetischen Kriegsgefangenen. Sie wurden bei ihrer Heimkehr verhaftet und eingesperrt. Das stalinistische Regime warf ihnen mangelnden Kampfeswillen vor, weil sie sich im Kampf ergeben hatten. Es war ein weites Thema, auch die Frage der Kollaborateure. Sie wissen ja vielleicht, dass es den Verein Lebensspuren, dass der seinen Sitz hier in Wernigerode hat, der sich oder den Kinder aus den sogenannten Lebensbornheimen gebildet haben. Und da ist auch ein Zweig, das teilweise sehr traurige Schicksal von Kindern, die in den besetzten Ländern geboren wurden und deutsche Väter haben. Und schließlich, das war der 11. April bzw. der 8. Mai, das Ende des unfreiwilligen Exils der durchaus zahlreichen Deutschen, die vor den Nazis ins Ausland geflohen waren. Man kann auch sagen, für einen Teil der zahlreichen Mitläufer und Sympathisanten war das Kriegsende Befreiung von Lüge, Unterordnung und Anpassung und Zeitpunkt der spät erfolgten Einsicht, einen Irrweg gefolgt zu sein. Wenn man auf der politischen Ebene bleibt, dann waren der 11. April in Wernigerode bzw. der 8. Mai in ganz Deutschland für viele, ja vielleicht sogar für die Mehrheit der Deutschen, nicht so eindeutig Daten der Befreiung, sondern des Zusammenbruches oder gar Desasters. Sie wissen, in der alten Bundesrepublik
bezeichnete Bundespräsident Richard von Weizsäcker erst 40, lassen Sie sich das auf der Zunge zergessen, 40 Jahre nach Kriegsende, also 1985, den 8. Mai als Tag der Befreiung. Und dafür erntete er noch harsche Kritik. Zusammengebrochen war die Welt für die Mehrheit, ich mache mal ein Fragezeichen, der Deutschen, die aktiv oder als zusammen Sympathisanten mit dem NS-Regime und dessen ideologischen Grundlagen verflochten waren. Ihr Weltbild war zusammengebrochen. Die großen Hoffnungen, die man mit Hitlers Aufstieg unter dem Slogan Deutschland erwache verbunden hatte und die sich ja auch zu bewahrheiten schienen, lagen nun ganz wortwörtlich in Schutt und Asche. Die Folgen der Nazi-Ideologie, wie zum Beispiel die Rassenideologie mit der millionenfachen Ermordung von Menschen anderen Blutes oder die völlige Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit, Entmündigung, Intoleranz, konnte man vielleicht noch eine Weile verdrängen. Vieles wurde auch jetzt erst bekannt. Die bekannte Ausrede, wir haben das ja alles nicht gewusst, die aber natürlich vielfach widerlegt ist. Aber irgendwann konnte doch diese grausame Wirklichkeit hinter der heldenhaften Fassade nicht mehr geleugnet werden. Und zusammengebrochen waren die Welt für die Leute, die die Niederlage im Krieg als Demütigung empfanden. Vor allem als Demütigung durch die Untermenschen aus Osteuropa und der Sowjetunion. Der angeblich überlegene Deutsche, der Deutsche und der Arier, war auf einmal Verlierer und musste sich dem Diktat von Untermenschen beugen. Der Anteil der Menschen, die das Kriegsende als politisches Desaster empfanden, war im Westen Deutschlands besonders groß. Das hatte seinen Grund, weil ein sehr großer Teil der Aktiven und Sympathisanten des NS-Regimes vor der sehr radikalen Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone in die westlichen Besatzungszonen geflüchtet waren. Die personelle Kontinuität in Politik, Wirtschaft und Justiz war dort ziemlich ausgeprägt. Infolgedessen folgte dort eine sehr mangelhafte, ich sage auch, man könnte es durchaus auch skandalös mangelhafte Aufarbeitung der Nazizeit. Widerstandskämpfer aus der Nazizeit hatten es oft schwerer als ihre ehemaligen Verfolger. Die Widerstandskämpfer mussten sich eher der Beurteilung als Nestbeschmutzer, Feiglinge oder Vaterlandsverräter erwehren, als dass sie Anerkennung erfuhren. Ich verweise hier nochmal auf das Beispiel von Fritz Bauer, dem Generalstaatsanwalt in Frankfurt, der gegen massivste Widerstände Anfang der 60er Jahre den Auschwitz-Prozess in Gang gesetzt hat. Das muss man sich mal überlegen, wirklich gegen massivste Widerstände. Und er stand ziemlich allein. Die politische Beurteilung ist aber nur die eine Sicht auf die von jedem Menschen erfahrene Lebenswirklichkeit. Geht man auf die persönliche Ebene, den persönlichen Blick auf das Ende des Nationalsozialismus, dann werden sich am 11. April oder am 8. Mai nur diejenigen vorbehaltlos gefreut haben, die sich aktiv oder passiv gegen den Nationalsozialismus eingesetzt hatten. Vor allem natürlich diejenigen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in Gefängnissen und Konzentrationslagern eingesperrt worden waren und überlebt hatten. Also Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen, sofern sie nicht deutsche Christen waren, Zeugen Jehovas, verfolgte aus Gründen ihrer Rassenzugehörigkeit oder ihrer sexuellen Orientierung oder einfach, die sagten, dass gegen dieses Regime einfach auf sich auflehnten. Aber das war die Minderheit. Für die Mehrheit der Deutschen gab es einen totalen Zusammenbruch, der oft die politischen Aspekte überdeckte. Ich sage nochmal, das persönliche Erleben. Was ich damit meine ist, das sind die fast 10 Millionen Menschen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die nicht nur Vertreibung, sondern auch viel Rache erlebten. Das waren die Millionen Menschen in Deutschland, die im Krieg als Zivilisten liebe Menschen, Mitmenschen, Hab und Gut und Arbeit verloren hatten, deren Häuser zerbombt waren und die nicht zu Unrecht nach dem Sinn des alliierten Bombenkrieges fragten. Ich meine die Angehörigen der deutschen Kriegsgefangenen, von denen noch ein erheblicher Anteil
wegen der schlimmen Lager- und Arbeitsbedingungen verstarb oder mit großen gesundheitlichen Schäden erst Anfang der 1950er Jahre zurückkehrte. Das galt insbesondere für die Bedingungen in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Und natürlich, ganz vordergründig, galt dieser Zusammenbruch für die Anhänger des Regimes, denn das brachte einen Verlust an Einfluss, vielfach einen Verlust der beruflichen Existenz und des Eigentums, im Osten sowieso, im Westen weniger. Und natürlich muss man auch erwähnen, dieser totale Zusammenbruch der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens mit der Folge von bitterer Not, Hunger, fehlender Gesundheitsversorgung, fehlendem Wohnraum und so weiter. Insofern kann man sagen, es gab es immer Befreiung und Zusammenbruch, aber man darf die Ebenen nicht verwechseln. Und ich möchte auch in Bezug auf diese Ebenen auch etwas sagen, das man auch sagen muss, meine ich jedenfalls. Ich meine das vielfach recht rüde Verhalten von Besatzungssoldaten, auch in der sowjetischen Besatzungszone mit Plünderungen, Vergewaltigungen und Willkür. Ich meine die im Osten Deutschlands sicher sehr konsequente, aber wenig rechtsstaatliche Entnazifizierung, die auch relativ kleine Lichter betraf. Dass es auch gewollte Weiterverwendung von Nazis auch im Osten gab, das wissen wir heute. Aber das ist die Ausnahme von der Regel gewesen. Ich meine die vor allem in Ostdeutschland realisierten Reparationen, die Deutschland zu leisten hatte. Diese waren sicherlich keine Maßnahme, die Sympathie für die Befreier förderten. Ich meine den sehr zielgerichtet, ziemlich schnell beginnenden Aufbau des Sozialismus nach stalinscher Art, also den Aufbau der Diktatur des Proletariats. Deren totalitärer Anspruch verhinderte die Ausprägung von demokratischen Denkweisen mit solchen Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Meinungsvielfalt, Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen, Macht auf Zeit oder Weltoffenheit. Das schaffte neue Unfreiheit und Unterdrückung. Und ich meine, dass aus diesen und sicher auch noch manchen anderen Gründen auch in der DDR die Rede von der Befreiung für manche Menschen zur Worthülse und zum Lippenbekenntnis werden ließ. Ich sage das nochmal immer mit den verschiedenen Ebenen. Und dieses persönliche Erleben überdeckte denn oft das Politische. Ich frage einfach mal, warum verschwand zum Beispiel die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft so schnell, obwohl ihr doch Millionen DDR-Bürger angehörten? Gibt es heute keinen Grund mehr zur Freundschaft? Heute sagen wir zu Russland bzw. den ehemaligen Völkern der Sowjetunion. Insgesamt möchte ich doch noch hinzufügen, dass selbstkritische Menschen, ob in Ost oder in West, diese beschriebenen Vorgänge der Nachkriegszeit allerdings als, ich sage mal in Klammern, durchaus gerechte Strafe für die von Deutschland ausgehenden und begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ansahen. Ich möchte dafür mal zwei Beispiele finden. Ich habe mich ja etwas mit der Bekenntnisgemeinde, also den ich sage mal, alternativen Christen in der Nazizeit in Wernigerode befasst. Und Frau Käthe Papke ist sicherlich den Historikern bekannt, die durchaus Sympathie für die Nazis hatte. Die hat ja die Chronik der Liebfrauenkirche geschrieben. Und sie schrieb dann 1945 tatsächlich mal, also wenn nur die Hälfte von dem wahr wird, was man hört aus Konzentrationslagern, dann gnade uns Gott. Und ich erinnere mich auch an Gespräche von meinem Vater, der für Soldatsein bis auf die letzten Wochen schon zu alt war und Berater in Westpreußen war und da manches erlebt hat und auch Gefangenenzüge gesehen hat. Der sagte auch, also das gibt ein schlimmes Gericht für Deutschland. Wenn ich zusammenfassen darf, die Beantwortung, Befreiung oder Zusammenbruch, die ist je nach Betroffenheit und Betrachtungsebene zu beantworten. Ich will das aber hier nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Politisch kann es für mich nur die klare Aussage geben. Der 11. April bzw. der 8. Mai 1945
Das waren Tage der Befreiung. Es verbieten sich alle Versuche der Relativierung und des gegenseitigen Aufrechnens von Schuld. Der Nationalsozialismus war ein Deutscher. Der Krieg wurde von Deutschen vom Zaume gebrochen. Die unglaublichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die zahlreichen Kriegsverbrechen wurden von Deutschen begangen. Da gilt es, vor der eigenen Türe zu kehren und sich nicht über Unrecht, das andere begangen haben, zu beschweren. Den alliierten Siegermächten, vor allem deren Soldaten, ist zu danken, und die Millionen Menschen, die in diesem Kampf ihr Leben verloren, die sind zu ehren. Dass der alte und der neue Kalte Krieg den hohen Blutzoll der Sowjetunion vergessen machen wollen, das darf wirklich nicht sein. Von dieser ganz klaren Aussage bleibt unbenommen das Recht und auch die Pflicht, über erlittenes Unrecht durch die Siegermächte zu reden. Und dass die Siegermächte damals wie heute nicht nur uneigennützig handelten, ist so. Es dürfen nur nicht Ursache und Wirkung verwechselt werden. Damit das, was ich bisher gesagt habe, nicht nur so abstrakt daherkommt, möchte ich nun das an zwei bekannten Wernigeröder Persönlichkeiten durchspielen. Zuerst Ulrich von Fresenius, erster Bürgermeister der Stadt von 10. Januar 1933 bis zum 20. April 1945. Ulrich von Fresenius wurde nach der preußischen Städteordnung für die 6 östlichen Provinzen, schöne Bezeichnung für ein Gesetz, ja, gewählt. Aber er wurde nicht direkt gewählt, sondern von der Stadtverordnetenversammlung. Die Wahlperiode betrug 12 Jahre. Sein Vorgänger war als Bürgermeister seit 1920 Dr. Ludwig Gepel. Auf die Ausschreibung zur Neuwahl des Bürgermeisters gab es damals 105 Bewerbungen. Ulrich von Fresenius gehörte nicht zu den Bewerbern. Denn der Wahlausschuss der Stadtverordnetenversammlung hatte vereinbart, wir wollen keinen Bewerber aus Wernigerode. Auch interessant, ja. Aber man konnte sich schließlich doch auf keinen aus diesen 105 Bewerbern einigen. Von Fresenius, der war damals Vorsteher des Wernigeröder Finanzamtes, also, wenn man es würde heute sagen, von der Landesbehörde, wurde zunächst von der SPD gefragt und dann von den Nationalsozialisten. Die Zusage für eine Kandidatur gab er in einem Gespräch mit dem langjährigen Stadtverordnetenvorsteher Otto Büchting. Er machte aber für den Fall seiner Kandidatur ein einstimmiges Votum zur Voraussetzung, weil die Stadtverordnetenversammlung zwischen SPD, KPD einerseits und NSDAP sehr zerstritten war. Die offizielle Nominierung dann durch den Wahlausschuss verlief aber offenbar nicht im Einvernehmen. Denn die Sozialdemokraten waren zu dem entscheidenden Gespräch mit dem Wahlausschuss nicht eingeladen worden. Und das veranlasste sie dann, dass sie der eigentlichen Wahl in der Stadtverordnetenversammlung fernblieben. Und da sich der eine kommunistische Abgeordnete der Stimme enthielt, wurde Ulrich von Fresenius am 5. Juli 1932 wunschgemäß einstimmig, das heißt also mit den Stimmen der Nationalsozialisten, für 12 Jahre zum ersten Bürgermeister der Stadt Wernigerode gewählt. Er trat sein Amt für neues Amt am 10. Januar 1933 an. Und damit möchte ich noch mal ganz klar feststellen, Ulrich von Fresenius war ein noch vor der Machtergreifung der Nazis gewählter, also nicht von ihnen eingesetzter Bürgermeister. Noch zum, sei noch erwähnt, zweiter, das heißt stellvertretender Bürgermeister, war Hermann Reichert von der SPD, der, so Fresenius, jetzt Zitat, sich durch Klugheit und Energie auch bei seinen politischen Gegnern, Entschuldigung, einer gewissen Achtung erfreute. Übrigens, Reichert stellte sein Amt nach der Machtübernahme der Nazis von sich aus zur Verfügung, aber natürlich nicht ganz freiwillig. Ein paar persönliche Lebensdaten von Ulrich von Fresenius.
Er wurde am 1.9.1888 in Erfurt als Sohn des Premierleutnants, später des Majors Paul Fresenius und dessen Ehefrau Katharina, geborene von Woltersdorf, geboren. Also er war Sohn eines preußischen Offiziers. Zur Familie gehörten weiterhin drei Schwestern. Und weil der Vater Offizier war, siedelte die Familie oft um. Im Januar 1890 bis Herbst 1893 nach Neiße in Schlesien, dann nach Hildesheim in Graudenz in Pommern, heute Grudziądz, polnisch, und mit mehrmonatigen Abstecher nach Konitz, auch im heutigen Polen, wegen Einsatz des Vaters. Danach schließlich 1904 Übersiedlung nach Sondershausen, das ist auch schön, ja, wo der Vater die Stelle des Flügeladjutanten beim Fürsten Schwarzburg Sondershausen erhielt. Was ein Flügeladjutant ist, weiß ich nicht, wäre mal interessant. Nach Eigenbekunden sollte man diesem trockenen preußischen Beamten eigentlich nicht zutrauen, tanzte Fresenius gern und lernte auf diese Weise im Dezember 1920 bei einem Tanztee Ilse Vogel kennen. Das war die Tochter des wohlhabenden Kolonialgroßwarenhändlers Richard Vogel in Magdeburg. 1921 heirateten sie, der Ehe entstammten zwei Kinder, einmal der Sohn Peter, geboren 1922 und getötet 1945 in den letzten Kriegstagen. Und Eva Marie, geboren 1924. Ob sie noch lebt, weiß ich nicht. Ich hatte vor einigen Jahren noch Kontakt mit ihr. Von Fresenius wohnte in Wernigerode zunächst in der Friedrichstraße 53. Später wählte er das Haus in der Lindenbergstraße 20 als Dienstwohnung des Bürgermeisters. Das Haus, die Lindenbergstraße 20, steht noch. Das steht neben dem jetzigen Kindergarten, ist leider unbewohnt und das verwildert da drunter. Nach der Amtsenthebung durch die Amerikaner, davon hatte ich schon gesprochen, wurde von Fresenius am 25. August 1945 durch die sowjetische Besatzungsmacht verhaftet. Nach Aufenthalt im Magdeburger Gefängnis saß er in den Gefängnissen Torgau und Mühlberg und schließlich im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. Darüber ist ja auch veröffentlicht worden. Generell sei an dieser Stelle nochmal gesagt, was ich Ihnen vortrage, ist, stammt zum größten Teil aus seinen Lebenserinnerungen. Die haben vier Teile. Der vierte Teil, der ist von Herrn Oppermann in zwei Auflagen veröffentlicht worden. Und der dritte Teil gibt es eine Kopie im Stadtarchiv. Die hat uns die Tochter erlaubt zu kopieren. Er beschreibt die sehr harten und unmenschlichen Haftbedingungen, sodass auch in dieser Zeit Inhaftierte an Unterernährung und Krankheiten starben. Erst im Februar 1950 wurde von Fresenius entlassen. 1953 flüchtete die Familie nach Westdeutschland und er starb am 15. November 1962 und ist in Bamberg begraben. Ein paar berufliche Dinge. Nach 1906, nach dem Abitur, sagt er, den Offiziersberuf zu ergreifen, das war ja naheliegend, fühlte ich keine Neigung. Er entschied sich dann, Jurist zu werden und meinte damit, vielfältige berufliche Möglichkeiten zu haben. Deswegen studierte er die Jurisprudenz in Grenoble, in Lausanne, in München und Halle an der Saale und schloss 1910 mit dem ersten juristischen Staatsexamen ab. Zu seiner Studentenzeit, gehört auch zu seiner Persönlichkeit, wurde er Mitglied der Kooperation Germania. Sein Referendariatsjahre verbrachte er 1910 bis 1914 in Kelbra, Aachen, Nordhausen, Hamburg, Nordhausen, Naumburg. Und er konnte dann 1914 wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges relativ kurzfristig das zweite juristische Staatsexamen ablegen. Ab 1914 war er Kriegsfreiwilliger bei den Jägern zu Pferde in Erfurt, Fähndrich, Leutnant, Einsatz an der Ostfront. Und er sagt dazu, es war für mich selbstverständlich, dass ich sofort
bei einem Truppenteil als Kriegsfreiwilliger eintrat und meine, wenn auch körperlich recht schwachen Kräfte, dem Vaterland für den Dienst mit der Waffe zur Verfügung stellte. Er wird dann bei einem Lehrgang zur Verwendung mit Giftgas verletzt und war dann ständig Stabsoffizier, besuchte eine Kriegsschule und wurde an die Westfront verlegt. Kurz vor Weihnachten 1918 wurde der damals, dann hieß er Regimentsadjutant Ulrich von Fresenius, demobilisiert. Er rückte aber kurze Zeit später wieder ein in ein freiwilligen Regiment zur Abwehr des spartakistisch-kommunistischen Revolutionsversuches. Es gehört zur Persönlichkeit von Fresenius aus meiner Sicht, dass sich in seinen Erinnerungen kein Wort über die Grausamkeit des Ersten Weltkrieges findet. Meist wird nur von den Stationen und Unterkünften berichtet, die teilweise in Herrenhäusern des Baltikums eher angenehm waren. Gelegentlich spricht von Fresenius von schweren oder verlustreichen Kämpfen. Menschenleben waren eben Verluste. Nach dem Krieg wollte er eigentlich gerne in die er hatte eigentlich den Wunsch, das konnte er nur vor dem Krieg haben, in die Kolonialverwaltung zu gehen. Aber die gab es ja nun nicht mehr. Oder er wollte in den diplomatischen Dienst oder in die Eisenbahnverwaltung. All das war nicht möglich und deswegen tritt er im März 1920 in die neu aufzubauende Reichsfinanzverwaltung ein, mit der ersten Verwendung im Staatssteueramt Nordhausen. Weitere Stationen waren dann Finanzamt Erfurt und dann später gegen seinen Willen die Versetzung an das Landesfinanzamt in Magdeburg. Und von Magdeburg ist er dann 1925 zum Vorsteher des Finanzamtes Wernigerode ernannt worden. Er war dann in der Bürgermeister, das hatte ich schon gesagt. Kleine Anekdote. Er hat 1940 sich nochmal beworben bei der Reichsregierung, sein Interesse geäußert, in einer geplanten Kolonialverwaltung tätig zu werden. Man hoffte also wieder Kolonien zu erwerben. Nach der Entlassung aus dem ehemaligen KZ Buchenwald begann er auf Vermittlung von Bürgermeister Otto, am 1. März 1950 eine Stellung als Buchhalter in der Sozialverwaltung. Über das Weitere hatte ich dann gesprochen. Ich komme jetzt zu dem eigentlich Wichtigen, aber das Umfeld gehört ja immer auch zu einer Person dazu. Nämlich zu seinen politischen Anschauungen und seinem Weltbild, so wie ich das aus seinen Erinnerungen herausgelesen habe. Seine Herkunft als Sohn eines preußischen Offiziers prägte von Fresenius schon früh und das in sehr konservativer Weise. Er spricht zum Beispiel über die Zeit 1900 bis 1904 von beschämenden Debatten von Zentrum und Sozialdemokraten im Reichstag über die Unterdrückung in den deutschen Kolonien. Von Fresenius war sehr nationalbewusst und bezeichnet sich selbst als vaterländisch. Entsprechend erklärt er den Ausbruch des Ersten Weltkrieges so, Zitat, so und nur so ist es zu erklären, dass das Deutsche Reich in die tödliche Zwangslage geraten, aus reinem Selbsterhaltungsbetrieb gezwungen war, Frankreich den Krieg zu erklären. Dass Deutschland damit in den Augen der Anführungsstriche friedliebenden Grande Nation zum Angreifer wurde und den Vorwand gab, am Ausbruch des Weltkrieges schuld zu sein, musste das Deutsche Reich mit in Kauf nehmen. Hat es aber später, 1919, im Versailler Diktat schwer büßen müssen. Eine interessante Anschauung. Und er spricht mal selber in einem seiner vier Bände, gerade die, die sich um den Ersten Weltkrieg drehte, dass seine Lebenserwähnung doch eine sehr weitschweifige Einleitung gehabt hatten. Aber diese weitschweifige Einleitung hatte das Ziel, dazu zu dienen, Zitat, ein von vielen auch heute noch geglaubtes Lügenmärchen von der deutschen Kriegsschuld 1914 zu zerstören. Gemäß seiner Anhänglichkeit an die kaiserliche politische Ordnung hatte er auch keinerlei Verständnis für revolutionäre Entwicklungen nach dem Krieg. Er war ja sogar Mitglied eines antirevolutionären Freikorps. Vielmehr bedauert er es, dass es dem Kaiser nie gelungen sei
Und nun auch Zitat: sich beim einfachen Manne die Liebe und Verehrung zu erwerben, wie sein Großvater Wilhelm I. in so hohem Maße besaß. Hätte er mehr Fühlung mit seinem Volke gehabt, so wäre es ihm wahrscheinlich auch ohne größere Kämpfe gelungen, in Deutschland die Ordnung wiederherzustellen. Preußischer Offizierssohn. Also Ulrich von Fresenius gehörte, und jetzt gehe ich schon auf die Nachkriegszeit, also nach dem Ersten Weltkrieg ein, gehörte zu den vielen nationalkonservativen Bürgerlichen, die den Idealen der Kaiserzeit anhingen. Also die waren obrigkeitsorientiert, sie lehnten die Demokratie ab oder waren voller Kritik über die Demokratie, und sie waren der Auffassung, Deutschland muss Größe haben. Folgerichtig sympathisiert er dann mit den Nationalsozialisten, damit Deutschland erwache, also dass die Schande des Versailler Vertrages getilgt werden kann, und Deutschland muss wieder mit klaren politischen Verhältnissen in Ordnung gebracht werden. Diese Ziele, die jetzt erstmal noch sehr allgemein genannt sind, überdecken bei Weitem seine durchaus auch vorhandene Distanz zu den Nazis. Diese waren ihm einfach zu pöbelhaft, und sie scherten sich, und das widersprach dem Gefühl eines preußischen Beamten und Anhängers des Rechtsstaates. Die scherten sich einfach zu wenig um den Rechtsstaat. So beschwert er sich nach seinem Amtsantritt als erster Bürgermeister zwar über die Eingriffe der NSDAP in die Personalstruktur der Stadtverwaltung, aber das nimmt er ziemlich kommentarlos hin. Zitat: in der Zeit vor der Machtübernahme hatten sich zahlreiche Beamte der Stadtverwaltung bei der NSDAP dadurch missliebig gemacht, dass sie politischen Parteien, zum Beispiel der SPD, angehörten, die nun ausgespielt hatten. Sie mussten zunächst verschwinden, wurden aber größtenteils später, nachdem sich die Revolutionsstimmung gelegt hatte, wieder eingestellt. Und fast euphorisch schildert er den 1. Mai 1933, der, Zitat, zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeiterbewegung nicht unter Klassenkampfparolen, sondern unter der Parole der Volksgemeinschaft gefeiert wurde. Zitat Ende. Auch die Einführung des Führerprinzips, also die Ausschaltung der Entscheidungshoheit gewählter Gremien in der kommunalen Verwaltung, wurde von ihm persönlich sehr begrüßt, weil dadurch eine schnellere und einfachere Entscheidungsfindung möglich war. Also, um das nochmal zu sagen, ab 1935 gab es keine gewählten Gemeindevertretungen mehr, sondern die wurden bestimmt, die Stadträte, von der NSDAP. Die Nazis waren da ziemlich offen, die haben das sogar ins Gesetz reingeschrieben. Und das andere, und der Bürgermeister war nicht an die Beschlüsse dieses Stadtrates in Anführungsstriche gebunden. Also vielleicht, da gibt es nochmal eine schöne Story. Im Stadtarchiv habe ich was gefunden, einen Briefwechsel, da kriegt er einen Rüffel vom Regierungspräsidenten, weil er das Protokoll nach einer Beratung dieser sogenannten Gemeindevertretung nach seinem Willen geändert hat. Und da hat ihm der Regierungspräsident gesagt: also lieber Bürgermeister, du bist zwar nicht an die Beschlüsse der Gemeinderäte gebunden, aus Protokoll muss ich schon richtig schreiben. Von Fresenius, so viel muss der Ehrlichkeit halber auch gesagt worden, weist allerdings auch auf die Schattenseiten des Führerprinzips hin, nämlich auf Willkür und Entmündigung der Bürgerinnen. Erst im Mai 1933, das ist für mich dann doch ziemlich folgerichtig, trat er der NSDAP bei. Und im Rückblick ist ihm das wohl doch nicht so ganz wohl, aber er rechtfertigt sich mit einem, wer den jüngsten Zusammenbruch der Diktatur miterlebt hat, kennt ja dieses. Er rechtfertigt sich damit, dass er mit seinem Parteibeitritt schlimme Tendenzen der Hitlerzeit verhindern wollte. Ihn störten zwar die Einflüsse der Parteibonzen, die Gewalttaten der SA, aber er war erleichtert, dass die Judenfrage in Wernigerode keine große Rolle spielte.
erhielt diese Erscheinung des Nationalsozialismus, so lese ich das raus, als negative Auswüchse einer im Grunde guten Sache. Und insofern findet sich für mich leider in seinen Lebenserinnerungen keine Bemerkung des Bedauerns, dass er sich doch sehr nah mit den Nazis eingelassen hat. Er findet erst deutliche Worte der Kritik, als in den letzten Wochen des Krieges noch der geliebte Sohn Peter ums Leben kam. Aber auch da, kennen wir auch, aber die Kritik richtete sich allein gegen Hitler und seine Kumpanen. Die hätten nämlich Deutschland in die Katastrophe geführt. Jetzt machen wir eine Klammer auf. Wie hieß es? Honecker hat einen Schuld. Ne? Dass Hitler ohne die Zustimmung einer breiten Mehrheit der Bevölkerung nicht so absolut regieren konnte, dass von Fresenius mehr als nur ein Mitläufer war, das kommt ihm leider, sage ich, nicht in den Sinn. Wie sehr er treuer Funktionär war, sei auch an einigen weiteren Beispielen gezeigt. Professor Paul Menge, bekannt von vielen, geschätzt auch, wurde Direktor des Fürst-Otto-Gymnasiums, nachdem der ebenfalls sehr geschätzte Paul Regensburger wegen seiner jüdischen Herkunft aus dem Amt entfernt worden ist. Menge allerdings wurde 1937 abgelöst, weil er kein Nazi war und durch einen Herrn Brockmüller ersetzt. Oder der langjährige Stadtbaurat Wilhelm Deistel wurde vor allem auf Druck der Nazis aus dem Amt entfernt. Ein zweites Beispiel, der Gruß des Bürgermeisters von Fresenius zu Weihnachten 1944, also 4 Monate vor Ende des Krieges oder 5 Monate, lautete, und Zitat, solange sich beide, Front und Heimat, einig sind in dem unerschütterlichen Willen, den Krieg bis zum guten Ende durchzustehen, wird es keiner feindlichen Macht gelingen, uns zu überwinden. Markige Sprüche. Und schließlich, damals war der Bürgermeister auch Chef der Ortspolizeibehörde. Deshalb waren ihm sicher Schreiben des Landrates bekannt, wie zum Beispiel jene, die aufforderten, besondere Aufmerksamkeit den Personen der Bekenntnisgemeinde zu widmen. Dass ich von Fresenius nach eigenem Bericht in den Tagen kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner darum bemühte, Wernigerode zur Lazarettstadt zu erklären, um eine Zerstörung abzuwenden, steht dieser meiner Einschätzung nicht entgegen. Unbenommen sind für mich auch seine Verdienste um eine positive wirtschaftliche Entwicklung Wernigerodes. Und ein letztes zu Ulrich von Fresenius. Natürlich ist Ulrich von Fresenius während seiner Haftzeit in den genannten Gefängnissen und ehemaligen Konzentrationslagern Unrecht und massives Unrecht geschehen. Aber man muss schon die Frage stellen, wie kann das jemand anprangern, der das Unrecht der Nazis gegen minderwertige Menschen oder Andersdenkende auch im beschaulichen Wernigerode gekannt haben muss. Zusammenfassend, Ulrich von Fresenius war sicherlich kein scharfmacherischer Nazi, aber er war auch mehr als ein einfacher, verführter Mitläufer, sondern ein treuer Funktionär. Dass sich in seinen 1958 geschriebenen Lebenserinnerungen keine selbstkritischen Bemerkungen finden, unterstreicht diese Einschätzung. Es waren meines Erachtens eben nicht nur Hitler und seine Kumpane, sondern die Ideologie des Nationalsozialismus und die vielen Mitmacher, die Deutschland in die schlimmste Katastrophe seiner Geschichte führten. So tüchtig Ulrich von Fresenius als Bürgermeister unserer Stadt gewesen sein mag, politisch ist er sehr kritisch zu sehen. Das ist die eine Persönlichkeit und die steht für Zusammenbruch. Ich rede schon so lange, glaube ich. Viertelstunde noch. Geht es noch? Oder machen wir es noch Pause? Und dann will ich zu der zweiten Persönlichkeit kommen. Das ist Max Otto, der vom 20.04.1945 bis zum 31.12.1950 erster Bürgermeister unserer Stadt war. Max Otto, das hatte ich schon erwähnt, kam ohne Wahl und ohne jegliche Wahlordnung ins Amt. Nachdem amerikanische Truppen Wernigerode befreit hatten,
ließen sie am 18. April, also eine Woche später, nach ehemaligen Stadtverordneten suchen, die nicht der NSDAP angehört hatten. Und ich sagte Ihnen schon, Sie stützen sich da sehr stark auf das Urteil von Otto Büchting. Die gefundene Gruppe aus Kommunisten, Bürgerlichen und Sozialdemokraten schlug zunächst aber den früheren zweiten Bürgermeister Hermann Reichert vor als ersten Bürgermeister. Es gibt nur verschiedene Stories, dass er es nicht geworden ist, das ist mal jetzt egal. Der amerikanische Stadtkommandant bestimmt aber dann Max Otto zum ersten Bürgermeister und den ersten Magistrat, wer dem angehörte, das hatte ich schon gesagt. Im Ergebnis der noch einigermaßen freien Kommunalwahlen 1946 wurde Max Otto im Amt bestätigt. Auch bei den Wahlen am 15. Oktober 1950 war er Spitzenkandidat der SED, also der inzwischen vereinigten KPD und SPD. Aber er wurde in der Stadtverordnetenversammlung nicht wiedergewählt, sondern am 28. Dezember aus dem Amt verabschiedet. In der Begründung des Stadtverordnetenvorstehers Friedrich Müller Senior, auch von der SED, liest sich allerdings etwas eigenartig. Zitat: Ich möchte ausdrücklich hervorheben, dass für das Ausscheiden des Bürgermeisters Otto Gründe persönlicher Art nicht vorlagen, sondern dass ihn die Partei auch heute noch schätzt. Sein Ausscheiden ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass leitende Persönlichkeiten nicht zu lange auf einem Posten belassen werden sollen. Man bemüht sich, ein pulsierendes Leben zu erhalten. Zitat Ende. Hat die DDR dann schnell vergessen. Ne? Aber gleichzeitig lobte er Max Otto fast überschwänglich. Ich glaube, näher liegt die Vermutung, dass die Stadtverwaltung politisch auf stalinistischen Kurs gebracht werden sollte. Das heißt auch ohne ehemalige Sozialdemokraten, denn zur gleichen Zeit wurden auch die Magistratsmitglieder Büchting, Haase, Klusmann, Masopust, Menger und Niemann verabschiedet. Man ist aber anzuerkennen, dass Max Otto auch noch nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister nicht zur Unperson wurde, wie das sonst in der DDR so üblich war. Es erschienen 1964 und 1965 Beiträge in der örtlichen Presse. Im Jahr 1968 erhielt er den Ehrenpreis der Stadt Wernigerode und anlässlich seines 80. Geburtstages, also kurz vor seinem Tode, 1969, erhielt er offiziellen Besuch. Max Ottos außerordentliche Persönlichkeit und seine hochgeachtete Aufbauleistung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde erst dann nach dem Fall der SED-Diktatur 1989-90 erneut öffentlich gewürdigt. Auf Beschluss der ersten frei gewählten Stadtverordnetenversammlung wurde eine Straße im Wohngebiet Stadtfeld nach ihm benannt. Auch hier jetzt zunächst ein paar persönliche Daten, Lebensdaten. Er wurde 1889 in Waldheim, Sachsen geboren. Sein Vater Gustav und seine Mutter Auguste waren Zigarrenmacher, also einfache Arbeiter. Sein Vater war mit August Bebel befreundet, musste aber das Land aufgrund des Sozialistengesetzes verlassen. Max Otto besuchte von 1895 bis 1903 die Bürgerschule in Waldheim. Danach erlernte er den Beruf des Schriftsetzers und Buchdruckers. Von 1910 bis 1919 lebte er in Straßburg. Dort erlernte er auch seine Frau Susanne kennen und heiratete sie. Diese war gelernte Verkäuferin. 1907 wurde die Tochter Jenny geboren. Straßburg verließ er übrigens, weil Elsaß-Lothringen gemäß des Versailler Vertrages wieder französisch wurde. 1914 bis 1918 war Max Otto Soldat. Max Otto wohnte in Wernigerode in der Georgistraße 21a, bekam dann als Bürgermeister, aber auf Drängen der Stadt, eine größere Wohnung in der Schillerstraße 4. Seine Enkelin, die lebt in Magdeburg, kann heute leider nicht kommen, berichtet von einem Kommentar zu dieser Tatsache. Zitat Max Otto: Ein neugebackener Bürgermeister benötigt durchaus nicht mehr Platz zu wohnen als ein alter Schriftsetzer. Übrigens hat er seine letzte Wohnung dann am Wildmeisterweg 4
in Nischenrode. Max Otto starb am 14. Januar 1969 in Wernigerode. Die Trauerfeier zur Einäscherung fand am 20. Januar im Festsaal des Rathauses statt, bei der auch der damalige Bürgermeister Martin Kilian sprach. Aber, und das ist erstaunlich, in der zensierten Presse, ich habe geguckt, weder in der Volksstimme noch in der LDZ, gab es eigenartigerweise keinen Bericht über diese Trauerfeier. Lediglich die SED-Stadtleitung, nicht einmal die SED-Kreisleitung, veröffentlichte einen kurzen Nachruf. Beruflich, wie erwähnt, lernte Max Otto den Beruf des Schriftsetzers und Buchdruckers. Er war nach der Lehre kurzzeitig in Gardelegen und ging dann ganz traditionsgemäß für einen Handwerksgesellen auf Wanderschaft. 1943 bis 1945 wurde er dienstverpflichtet zur Arbeit als Laborhilfsarbeiter bei der Firma Rautenbach. Dann war er Bürgermeister. Sein Wirken an dieser Stelle ist natürlich total vom Wiederaufbau des öffentlichen Lebens in Wernigerode bestimmt. Max Otto hat dazu ziemlich ausführlich seine Erinnerungen an den Umbruch 1945 geschrieben, aus denen wir sehr viel aus dieser Zeit wissen. Aber das ist, Näheres ist heute nicht das Thema. Nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister arbeitete Max Otto dann als Geschäftsführer der Sozialversicherungskasse in Wernigerode und bis 1958 dann fungierte er als Werkleiter in seinem früheren Betrieb der Firma Druckerei und Kartonagenwerk Wernigerode GmbH. Nun komme ich zu dem für mich wichtigen Thema seinen politischen Anschauungen, sein Weltbild. Sie haben schon gemerkt, er kommt aus völlig anderen Verhältnissen als Ulrich von Fresenius. Max Otto hat sich schon sehr früh gewerkschaftlich und politisch engagiert. Seit 1907 war er Mitglied des Verbandes der Deutschen Buchdrucker, also der Buchdruckergewerkschaft, und später in Wernigerode Vorsitzender des Ortsausschusses des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er war Vorsitzender der Wernigeröder AOK und von 1928 bis 1933 ehrenamtlicher Geschäftsführer des Gewerkschaftshauses Monopol, Salzbergstraße, Ecke Sägemühlengasse, ne, wird auch heute noch viel als Monopol bezeichnet, wo die AOK jetzt wieder drin ist. Als Sozialdemokrat bekämpfte er in Wernigerode die aufstrebenden Nationalsozialisten. Alfred Böttcher, das ist ein Nazi der ersten Stunde, der ein Buch, kleines Buch veröffentlicht hat über die Bewegung, die Nazi-Bewegung von 1923 bis 1933 in Wernigerode. Also Böttcher, nach eigenem Bekunden erster SA-Arzt im GAU, berichtet, dass Max Otto als AOK-Vorsitzender die Aberkennung seiner Kassenzulassung betrieb. Die Nazis revanchierten sich nach ihrem Machtantritt. Max Otto gehörte zu den Sozialdemokraten, die im Juni 1933 in dem sogenannten und schon mehrfach zitierten Schandmarsch durch Wernigerode getrieben und teilweise schwer misshandelt worden sind. Sie wurden getrieben in die ehemalige Maulsche Schokoladenfabrik in der Ilsenburger Straße. In die SPD trat Max Otto im Jahr 1909 in Darmstadt ein. 1918 wurde er Mitglied der USPD oder setzte sich aber dann für die Wiedervereinigung beider Parteien in Wernigerode ein. Er war Mitunterzeichner des Aufrufes von 1921, in dem gefordert wurde, dass die Wernigeröder USPD-Genossen geschlossen zur SPD überzuwechseln hätten. 10 Jahre lang, von 1923 bis 1933, saß Max Otto für die SPD in der Wernigeröder Stadtverordnetenversammlung. 1945 gehörte er zu den Wiedergründern des Wernigeröder Ortsvereins der SPD. Und Max Otto blieb auch nach seiner Verabschiedung als Bürgermeister Stadtverordneter. Was wissen wir aus der Zeit von 1933 bis 1945, abgesehen von seiner beruflichen Laufbahn? Auf die Frage nach illegaler Tätigkeit während der Nazizeit antwortete Max Otto in einem Fragebogen: Besprechung in kleinen Zirkeln des Betriebes über die damalige politische Lage, also relativ nichtssagend. Immerhin, er verursachte so viel Argwohn, dass er im Zusammenhang
mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 im Rahmen der Aktion Gewitter verhaftet und ohne Anklage bis Anfang 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen eingesperrt war. Ein Mithäftling im KZ Sachsenhausen urteilte später, Zitat, der Schriftsetzer Max Otto vom Verband der Deutschen Buchdrucker war lange Jahre Vorsitzender des ADGB, des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Arbeitersekretär, Geschäftsführer des Gewerkschaftshauses und SPD-Stadtverordneter in Wernigerode. Und bei den Nationalsozialisten der bestgehasste Mann in dieser Stadt. Ausführliche Informationen liegen vor, da gibt es seine komplette Prozessakte, ist dazu vorhanden, zu seiner Verurteilung zu 3 Monaten Haft im Jahr 1937. Das hat auch so ein Stückchen Humoristisches mit bei, obwohl es auch durchaus sehr ernst war. Aufgrund einer Denunziation seitens eines Arbeitskollegen zeigte ihn die Deutsche Arbeitsfront Gauleitung Magdeburg wegen abfälliger Äußerungen über den Gauobmann Knabe Magdeburg bei der Ortspolizeibehörde der Stadt Wernigerode an. Ich frage mal in Klammern, hat Ulrich von Fresenius davon gewusst? Ich meine ja. Der Halberstädter Oberstaatsanwalt erhob Anklage, weil Otto, wörtlich Zitat, den Gauobmann der Deutschen Arbeitsfront Knabe als Knäblein bezeichnete. Und weil er gesagt haben soll, was Knabe im Kurhaus vorgetragen hat, ist der größte Mist, der jemals von einem Redner verzapft worden ist und zeugt von einer solchen Dummheit und Faulheit, die ihresgleichen sucht. 1937. Otto bestritt diese Bemerkung, wenn man die Vernehmungsprotokolle liest, muss man also auch ein bisschen schmunzeln. Doch das Amtsgericht Wernigerode folgte der Anklage und verurteilte ihm am 14. Oktober 1937 zu 3 Monaten Haft, die er dann auch absitzen musste. In der Urteilsbegründung wurde Otto übrigens als früher rühriger Marxist bezeichnet. Gegen seine fristlose Entlassung aufgrund seiner Verurteilung klagte er vergeblich. Wie gesagt, er verlor aufgrund dieser Geschichte seine Stelle und musste im Straßenbau arbeiten. Schließlich noch etwas zur Persönlichkeit. In seiner Laudatio zur Verabschiedung von Max Otto Ende 1950, hatte ich schon erwähnt, geht Stadtverordnetenvorsteher Fritz Müller auch auf dessen persönliche Eigenschaften ein. Er beschreibt ihn als sparsam, Zitat, er hielt die Finanzen der Stadt in Ordnung, als sehr engagiert und bescheiden. Zitat, er war und blieb der einfache Mann. Max Otto lief zu Fuß zum Amt, das war auch schon damals bemerkenswert, kann ich auch sagen, und genoss bei breiten Bevölkerungsschichten große Popularität. Und er selbst sagte bei seiner Verabschiedung, also Max Otto, Zitat, wenn jemand ein öffentliches Amt übernimmt, soll er keinen Dank erwarten oder annehmen, persönliche Vorteile erwerben zu können. Das sollten sich alle Amtsträger hinter die Ohren schreiben. Der langjährige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Otto Büchting, sagte anlässlich des 60. Geburtstags von Max Otto, das war also 1949, ich kann wohl sagen, dass wir uns im Verein mit Gleichgesinnten stets gut verstanden haben, dass unsere Einstellung zu den Aufgaben der Stadtverwaltung sich meist auf gleicher Linie bewegten und dass es speziell ihrem Einsatz und ihrer Mitwirkung zu verdanken war, wenn trotz der Widerstände durch die reaktionären narzisstischen Kräfte in der damaligen Stadtverordnetenversammlung immer noch gedeihliche und aufbauende Arbeit geleistet werden konnte. In dieser Erinnerung war auch mein erster Gang zu Ihnen, als ich nach dem Einmarsch der Amerikaner, deren Kommandant ersuchte, die geeigneten Männer zur Bildung eines neuen Magistrats aufzufordern. Sie waren sofort bereit und so haben wir uns bemüht, mit den neuen Männern das damalige Chaos nach dem Zusammenbruch in geordnete Bahnen zu leiten. Über die weitere Entwicklung brauche ich nichts zu sagen. Wir wissen alle, was wir ihrem unermüdlichen Fleiß, ihrer Sachkenntnis, ihrem ausgeglichenen Wesen und ihrer Menschenfreundlichkeit gegen alle, die sich an sie wandten, zu verdanken haben. Zitat Ende. Max Otto
Das ist für mich das Fazit. Ist für mich die persönliche Verkörperung für den 11. April 1945 als Tag der Befreiung. Und dass dieser Tag eine Befreiung von unmenschlicher Ideologie mit allen ihren grausamen Folgen markiert und nicht nur Niederlage und Zusammenbruch war, davon dürfen wir alle uns niemals abbringen lassen. Auch nicht vom Willen zum Widerstand, wenn die Würde des Menschen, ganz egal wie er aussieht, wenn die Menschenrechte in Abrede gestellt werden oder einer angeblich höheren Idee geopfert werden sollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wissen Sie, dass keine Veranstaltung ohne Werbung ist. Und deswegen möchte ich werben für den Wernigeröder Geschichts- und Heimatverein und dessen Vorsitzender ich ja bin. Und ich habe ja außerdem noch den Förderkreis Meine Gedenkstätte gegründet. Also der Wernigeröder Geschichts- und Heimatverein versteht sich als Förderverein des Harzmuseums. Und der freut sich, und das Harzmuseum vor allem, freut sich über Mitglieder. Wir alle, auch im Förderkreis, sind nicht mehr so die Jüngsten. Also wer Interesse hat, sowohl das Harzmuseum zu fördern, als auch mitzuarbeiten etwas unter meiner Gedenkstätte, der ist gern gesehen bei uns.